Herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik hier auf die Filmfabrik. Meine Güte, es ist unglaublich, was für ein Jahr Disney samt seiner Tochterfirmen hat. Zugegebenermaßen gab es auch so Filme wie Alice im Wunderland 2, Queen of Katwe oder The BFG von Steven Spielberg. Also Filme, die entweder an der Kinokasse und oder bei den Kritikern eher enttäuscht haben. Mit Filmen wie Zoomania, The Jungle Book, Findet Dory, Pete's Dragon, also Elliot der Drache, Doctor Strange und Rogue One konnte Disney aber dieses Jahr auf ganzer Linie punkten. Diese Woche bringen sie mit Vaiana ihren nächsten großen Titel ins Kino. Der 107-minütige Animationsfilm aus dem Hause Disney Animation heißt im Original Moana, was im Polynesischen See oder Ozean bedeutet. Und es geht in dem Film um ein 16-jähriges Mädchen namens Vaiana, daher auch der Titel. Sie ist clever, temperamentvoll, sportlich und fürchtet sich vor keinem Abenteuer. Sie ist die Tochter des Häuptlings Tui, der vor einem Problem steht, das die Existenz seines gesamten Dorfes bedroht. Sie sind schlichtweg nicht mehr in der Lage, genug Fische zu fangen, was auch daran liegt, dass sie sich schon seit langer Zeit nicht mehr weit auf den Ozean heraustrauen. Vaiana hat aber eine ganz besondere Beziehung zum Ozean und sie beschließt, das zu tun, was sich niemand traut, den Ozean zu erkunden und herauszufinden, warum ihr Volk sich nicht mehr da weit heraustraut. Unterwegs trifft sie nicht nur auf schreckliche Kreaturen, sondern auch auf den Halbgott Maui, der es faustdick hinter den Ohren hat. Dieser Maui ist in der polynesischen und auch in der neuseeländischen Mythologie der Maori tatsächlich ein Halbgott, der für seine großen Heldentaten berühmt ist und beispielsweise das Feuer für die Menschen stahl. Nach ihm ist zum Beispiel auch die Hawaii-Insel Maui benannt. Die Regisseure Ron Clements und John Musker und die Drehbuchautoren wollten einen kulturell möglichst authentischen Film schaffen. Genau kann ich das natürlich nicht beurteilen, aber ich habe bereits aus vielen Ecken gehört, dass den Machern dieses Vorhaben gelungen ist. Was ihnen auf jeden Fall gelungen ist, ist es, eine junge weibliche Protagonistin zu schreiben, die interessant ist und es schafft, mit einer Menge Charisma den gesamten Film zu tragen. Sie ist hin und her gerissen zwischen dem Verlangen, den Vorstellungen ihres gutherzigen Vaters zu entsprechen und seinem Befehl Folge zu leisten, sich nicht in die Tiefen des Ozeans zu stürzen und eben ihrem inneren Trieb nach Abenteuer und dem Wunsch, ihr Dorf zu retten auf eigene Faust. Damit ist sie für mich eine der bisher interessantesten, vielschichtigsten und sympathischsten Disney-Prinzessinnen überhaupt. Und ja, in ihrer Motivation erinnert sie natürlich an den Disney-Klassiker Ariel, die Meerjungfrau. Sie ist eben trotzdem was ganz Eigenes. Und sie wird gesprochen von der noch ganz jungen und unbekannten Hawaiianerin Auli Cravalho. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, denn für die dürfte dieser Film definitiv der große Durchbruch sein. Maui hingegen wird gesprochen von Hollywood-Star Dwayne The Rock Johnson und es ist offensichtlich, dass seine Figur, genau wie Vaiana eigentlich auch, halt dem Sprecher nachempfunden ist. Maui ist nämlich genau wie The Rock durchtrainiert, witzig, schlagfertig und selbst den klassischen The Rock-Blick, so mit einem offenen Auge, hat der Halbgott Maui drauf. Zusammen mit Vaiana und der Sprache, die gesprochen wird und dem gesamten Verhalten, wirkt es so, als hätten die Macher westliche Menschen unserer Gegenwart, mit denen wir uns wunderbar identifizieren können, in ein altes polynesisches, authentisches Setting gepackt. Das klassische Disney-Prinzip also mit einer großen Portion Mythologie. Der Film Vaiana zeichnet sich aber vor allem durch zwei Elemente aus. Zum einen ist der Film liebevoll animiert und sieht über weite Strecken einfach unheimlich schön aus, insbesondere wenn man zu den Menschen zählt, die wie ich persönlich eine große Liebe für das Meer empfinden. Die werden sich an den wundervollen Bildern nicht satt sehen können. Übrigens hat mich das Ganze etwas an The Legend of Zelda The Wind Waker erinnert, das Spiel für den GameCube, das auch zu einem großen Teil auf dem Meer spielt. Die gigantischen Bilder von Vaiana haben eine Grazie und Schönheit an sich, die zeigen, wie sehr die Macher die Natur und das Wasser lieben. Das Ganze war derart schön und zum Teil auch beruhigend anzusehen, dass es an die Filme des Studio Ghibli-Gründers Hayao Miyazaki erinnert haben. Bei dem spielt die Natur in seinen Filmen ja auch immer eine wichtige Rolle, zum Beispiel in Das Schloss im Himmel, Chihiros Reise ins Zauberland und natürlich auch in Prinzessin Mononoke. Die visuelle Pracht des Films ist also das eine, zum anderen wird aber auch ein ganz anderer Sinn des Zuschauers verwöhnt, nämlich das Ohr. Die Musik stammt von einem vor allem in den USA sehr bekannten Künstler, Lin-Manuel Miranda. Der wird nicht jedem sofort was sagen. Das ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Songwriter, Rapper und Komponist, der schon seit letztem Jahr mit seinem Broadway-Musical Hamilton für Furore sorgt. Damit hat er unter anderem 11 Prestige
prestigeträchtige Tony Awards gewonnen und einen Pulitzer-Preis. Darin geht es um die Lebensgeschichte des amerikanischen Gründungsvaters Alexander Hamilton, allerdings auf eine sehr durchgedrehte Weise mit Hip-Hop und R&B erzählt. Für Vaiana ging Miranda allerdings einen anderen Weg. In dem Film finden wir nämlich auf Hochglanz produzierte, extrem im Studio bearbeitete Pop-Songs, die aber allesamt wirklich durch die Bank Ohrwürmer sind. Vor allem der Song You're Welcome, der überraschend gut von The Rock gesungen wird, brennt sich komplett ins Hören und zwar sofort. Man sollte allerdings wissen, dass Vaiana schon fast ein Musikfilm ist. Es wird nämlich extrem viel gesungen und man muss eine Affinität zu Popmusik haben, sonst kann der gesamte Soundtrack etwas anstrengen. Ansonsten arbeitet der Film mit den klassischen Disney-Erzählmustern, mit den typischen Figuren für einen Disney-Film und behandelt auch genau die Themen, mit denen Disney zu der großen Firma wurde, die sie jetzt ist. Vaiana bekommt von mir deswegen 8 von 10 Punkten, weil er eben genau das ist, was man von einem Animationsfilm aus dem Hause Disney erwartet. Man sollte lediglich wissen, dass er insbesondere etwas für die Jüngeren unter uns sein dürfte, wodurch sich der Film letzten Endes dann doch von anderen Filmen aus dem Hause Disney abhebt, ist, dass wir hier eine Disney-Prinzessin haben, die aber keinen Love Interest hat, also keinen Prinzen, den sie anschmachtet. Mit der Figur Vaiana haben wir also tatsächlich eine weibliche Protagonistin, zu der man vor allem als junges Mädchen heraufschauen und ihre Abenteuerlust bewundern kann. Und genau das machen junge Mädchen natürlich auch bei den Videos der Filmfabrik. Ihr könntet beispielsweise unsere Kritik zum letzte Woche erschienenen Star Wars Spin-off Rogue One genießen. Der Film kommt ja indirekt schließlich auch aus dem Hause Disney. Das Video dürft ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und vergesst auch nicht, uns auf unseren Social Media Accounts zu abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, hier auf die Filmfabrik mit mir, dem Alper.